Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtssondersendung Tierische Weihnachten. Wir senden heute aus der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Freistadt. Und wie Sie sehen, ist hier eine sehr, sehr große Krippe aufgebaut, bei der auch viele Tiere mit dabei sind. Unter anderem auch Schafe. Und um Schafe geht es auch in unserem ersten Beitrag. Vor 2 Jahren besuchten wir den Schäfer Peter Betz, der damals gerade anfing, seine Vierbeiner zu betreuen. Auf dem Hof der Familie Betz in Bogenmühle bei Parsberg wird man vom Muhen der Kühe begrüßt. Hier wuchs Peter Betz als ältestes von 5 Kindern auf. Und schon früh war ihm klar, ich will Schäfer werden. Und ich habe seit dass ich 8 Jahre alt bin, habe ich Schafe und Ziegen. Ich habe jetzt mittlerweile einen Bestand von 80 Schafe und von 10 Ziegen sowas. Gerade hat er seine Gesellenprüfung absolviert. 2 Jahre lernte er dafür möglichst alles, was ein guter Hirte können muss. Guter Schäfer sollte ein Gefühl für sein Viech haben. Geht es dem gut? Was braucht es? Was kann ich machen, dass es ihm besser geht? Was sagt mir das Viech? Und das muss man haben, das hat man irgendwo. Entweder man hat es oder man hat es nicht, das kann man auch schwer lernen. Wir versuchen es trotzdem mit einem Schnellkurs Schäfisch. So spricht man mit den Schafen. Also. Dann kommen wir es wieder. Und der Hund versteht das meistens auch. Weil der läuft jetzt da an seinem Rand, an seiner Furche. Und passt auf, dass keins drüber geht. Die muss schauen, dass er da drin bleibt und keinen Scheiß macht. Weil das ist jetzt ein junger Hund. Der möchte immer her, möchte die Schafe ehren. Und gibt er dann freche Schafe, die gehen hin zu dem Hund und schauen den an. Dass Peter als Abiturient auf der Weide steht, ist gar nicht so ungewöhnlich. Die meisten Schäfer seiner Altersgruppe haben die Hochschulreife und es zog sie dennoch in die Natur. Ich will nicht irgendwo in ein Büro rein oder in eine Hausreihe. Ich will draußen was machen. Jede andere Tierhaltung, Rinder, Schweine, sonst was, bist halt im Stall drin bei den Tieren. Fährst da Futter rein, fährst den Mist wieder raus und da bist du halt einfach heraus. Und wenn wir jetzt Hütten dort, dann ist man den ganzen Tag bei denen Schafe dabei. Dann sieht man richtig, wie geht es denen, was brauchen die, was wollen die. Und dann lernt man auch, dass man das Viech versteht. Und noch einen Vorteil hat die Schäferei in diesem Jahr. Da man meist alleine in der Natur ist, ist Social Distancing bei diesem Beruf schon mit eingebaut. Macht das Schäfer zu Eigenbrötlern? Und jetzt ich da stehe und halte meine Schafe und dann kommt ein Fremder vorbei. Und vor allem die Fremden kommen und die fragen immer die gleichen Fragen. Wie viele Schafe sind das? Wo kommen sie her? Machen sie das zum Hobby? Wie verdient man da Geld? Und ja. Und du stehst den Tag draußen und da kommen 15, 20 Leute und jeder. Wie viel sind das? Wie viel sind das? Und für den Außenstehenden wirkst du dann so ungefähr, ja, der will nichts mit mir zum Tag haben, weil kommt schon wieder einer und fragt schon wieder das Gleiche. Aber die Schäfer untereinander sind eigentlich schon relativ gesellig. Und einsam wird es auf der Weide sowieso nicht. Es ist eher entspannend, wenn ich meine Ruhe habe. Wenn immer Touristen und sonst was vorbeikommt, da irgendwo ist das immer nervig. Und da ist man halt allein und hat man seinen Ruhe. Gehst du raus, Anrand? Gehst du raus? Wenn man nur mit seinem Viech und seinen Schafen, das ist das Schönste, was es gibt. Da kann man nur hoffen, dass dann die Kühe nicht eifersüchtig werden. Peter Betz ist seinen Schafen treu geblieben. Auch heute, 2 Jahre später, ist er immer noch Schäfer, aber sein Bestand hat sich stark vergrößert. Aus den 80 Schafen sind 250 geworden. Nach der Werbung kehren wir wieder hier zurück in die Wallfahrtskirche Maria Hilf und sprechen mit Pater Eneas unter anderem über die schöne Krippe am Altar. Der Feuerwerksverkauf der Firma Koller vom 29. bis 31. Dezember in Lauterhofen. Hier werden Sie von echten Profis beraten. Es erwarten Sie wieder viele neue Feuerwerkseffekte, die Sie sonst nirgends in der Region finden. Wir bieten auch eine große Auswahl an Signalwaffen, Platzpatronen und 15mm Munition. Besuchen Sie uns in Lauterhofen, Neumarkter Straße 21. Ihr bringt den Stein ins Rollen, den Fortschritt in Gang. Und Butter bei die Fische. Ihr macht aus einem Tal ein Valley. Ihr fragt nach der Zukunft und antwortet mit Zuversicht. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Seit mehr als 60 Jahren Ihr Peugeot Autohaus Müller in Neumarkt.
große Auswahl an Neu- und Vorführwagen sowie Gebrauchten. Zuverlässiger Service ist hier sicher. Autohaus Müller in Neumarkt. Unser Team freut sich auf Sie. Die BG in Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BG in Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bädersee im Planenkaufen Ausstellung in Neumarkt. Hallo? Frau, ja, Sie da. Ich? Sind Sie nicht Lisa von Expert? Ja. Vielen Dank für die tolle Beratung. Weil unsere Kunden auch unsere Nachbarn sind. Schlüsselfertige Energiesparhäuser von Dunwood Haus. Besuchen Sie unser Musterhaus Nähe am Berg. Mittwoch bis Samstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Der VDK. Anwalt sozial benachteiligter Menschen und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Regional und handwerklich ist das neue Bio. In unserer Metzgerei im Herzen von Neumarkt finden Sie über 100 hausgemachte Spezialitäten. Zartes Fleisch von Tieren aus der Region. Bei Feiern verwöhnt Sie unser Partyservice. Bögerl, weil ich besser essen will. Willkommen zurück zu unserer Sondersendung Tierische Weihnachten hier aus der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Freistadt. Bei mir ist jetzt Pater Aeneas. Wie lange habt ihr denn gebaut an dieser wunderschönen Krippe hinter uns? Ja, gebaut haben wir bloß einen Tag. Also das ist jetzt am Montag passiert. Und dazu kommen halt Leute aus Freistadt und mit den Franziskanern wird zusammengebaut. Dauert ja halt einige Stunden. Einiges muss ja vorher vorbereitet werden und im Anschluss gibt es ja gemeinsames Essen, so ein bisschen Gemeinschaft pflegen ist dann halt bei solchen Aktionen ganz wichtig. Wie lange gibt es denn schon die Tradition, diese große Krippe hier aufzubauen? Diese Krippe in diesem Altarraum bauen wir seit 3 Jahren auf. Früher war sie dann auch in der Seite der Kirche und die Figuren gibt es ja bei uns etwa 20 Jahren. Ihr seid ja Ordensleute. Wie erlebt ihr die Vorweihnachtszeit? Die Vorweihnachtszeit ist natürlich im Moment sehr turbulent, weil wir wissen ja ganz genau, wie das hier aussieht. Sehr turbulent in der politischen Geschichte. Auch der Krieg in der Ukraine, der bleibt ja nicht aus. Aber man muss jetzt mal sagen, jetzt verstärkt klopft man bei unserer Klosterpforte und viele Menschen kommen mit einer nicht bezahlten Rechnung vom Strom und Gas und bitten um unsere Hilfe. Könnt ihr denn da was machen? Also nicht immer, aber wir haben auch unsere Antoniuskasse in der Kirche und mit diesen Geldern sind ja gerade für solche Fälle, dass man unkompliziert und auf eine ganz schnelle Weise helfen kann. Ein Engagement der ganz anderen Art macht der Bund Naturschutz. Der kümmert sich nämlich um Biber, die eine neue Heimat am alten Kanal gefunden haben. Wir haben sie letzten Winter besucht. Am Skulpturenpfad in Mühlhausen ist vor kurzem eine neue Künstlerfamilie eingezogen. Sie lebt zurückgezogen und ist tagsüber nicht anzutreffen. Ihre Werke, für die sie Holz bearbeitet, kann aber jeder sehen. Das ist ein Apfelbaum, einer mit so einer alten Apfelsorte. Und den hat der Biber über Nacht, 2 Nächte, hat er untenrum die Rinde abgefressen. Und er frisst mittlerweile noch weiter. Und wir wollten erst den Baum retten und haben uns gedacht, wir machen so eine Drahtmanschette rum, aber den Baum kann man nimmer retten. Was wirklich ein bisschen nach moderner Kunst aussieht, ist eine Hinterlassenschaft von Bibern auf Nahrungssuche. Da ist die Birke oder Schilf, solche Sachen halt, reine Pflanzenkost. Er hat sich ein Lager eingerichtet in seiner Burg, da war halt immer wieder mal frisches Futter reintut und dann ruht er halt mal wieder 1-2 Wochen und dann geht er wieder auf Tour. Dass sich Biber hier niederlassen, spricht zwar für ein gesundes Ökosystem, bringt auf der anderen Seite aber auch Probleme mit sich. Weil der Biber halt
in jedem unseren Gewässern mittlerweile vorhanden ist. Die Ufer werden unterhöhlt, der Kanal wird halt zur Naherholung genutzt und da sind viele Radlfahrer und Jogger unterwegs. Von dem her ist die Unfallgefahr da sehr gegeben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir die Bevölkerung, die doch den Kanal nutzt zum Spazierengehen und zur Naherholung und so, dass wir alle Leute bitten, Fraßspuren zukünftig so bald wie möglich uns zu melden. Und wir werden dann, sobald die erste Fraßspur da ist, werden wir eine Drahtmanschette um den Baum rum machen. Letztendlich sollen die Biber dazu gebracht werden, ihre Knabbertätigkeit auf einige Bäume zu beschränken. Wenn einmal ein Baum dann so weit geschädigt ist, dann lassen wir ihm den Biber, dann darf er liegen bleiben. Hinter mir liegt ja schon ein Baum im Kanal. Und da kann er dann weiter fressen. Und wenn der jetzt dann natürlich so dünn abgefressen ist, dass er umfallen könnte, dann wird er ganz gefällt. Und vielleicht macht dann ein menschlicher Künstler aus den Resten des Baumes wirklich noch ein Kunstwerk für den Skulpturenpfad. Das war die Situation im letzten Winter. Inzwischen hat sich alles etwas entspannt. Die Bissschäden sind weniger geworden und ein Monitoring-Programm soll dafür sorgen, dass die Wanderwege der Tiere bekannter werden. Wir begeben uns jetzt zu den Veranstaltungen, die Sie über die Weihnachtsfeiertage besuchen können. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt. Sehen, probieren, genießen. Gemeinsam statt einsam heißt es auch in diesem Jahr wieder am Heiligen Abend. Denn an diesem Tag im Jahr soll und muss niemand alleine bleiben. Ab 16 Uhr gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Geschichten rund um die Weihnacht, Live-Musik und ein Essen für jeden. Jeder, der kommt, wird natürlich auch vom Christkind beschenkt. Los geht's um 16 Uhr im Johanneszentrum Neumarkt. Am Mittwoch, den 28. Dezember, gibt es einen Leckerbissen für alle Lego-Fans im Alter von 6 bis 12 Jahren. Denn dann findet im Bürgerhaus Neumarkt wieder der große Lego-Nachmittag statt. Diesmal dreht sich alles um Lego-Technik. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist der Kurs auf 12 Kinder mit Begleitpersonen begrenzt. Mehr Infos zum Ablauf und Details zur Anmeldung gibt es unter www.bürgerhaus-neumarkt.de. Das Neujahrsanblasen ist ein alter Brauch zu Silvester in Lubburg. Während in früheren Jahren von Haus zu Haus gezogen wurde, findet diese Tradition diesmal auf der Burg hoch oben über dem Markt statt. Ab 13.30 Uhr erklingen dann viele Melodien weit über die Landschaft hinaus. Es gibt Märsche und Blasmusikklassiker zu hören. Der Eintritt ist frei, jedoch darf gerne für die Blaskapelle gespendet werden. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt. Sehen, probieren, genießen. Auch in dieser Sondersendung werfen wir natürlich einen Blick auf das Wetter, denn wir wollen natürlich wissen, ob uns eine weiße Weihnacht erwartet. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Kleve, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Die Temperaturen entfernen sich am Donnerstag mit 7 Grad immer weiter vom Gefrierpunkt und auch die Sonne hat keine große Lust zu scheinen. Dafür kann es immer mal tröpfeln. Nachts sinken die Temperaturen auf 4 Grad. Der Freitag startet mit Regen und 7 Grad. So bleibt es auch bis zum Abend. Dann steigt das Thermometer auf bis zu 10 Grad. Nachts kann es leicht schauern. Wer am Heiligen Abend noch mal schnell raus zum Geschenkekauf muss, der sollte vorsichtshalber seinen Regenschirm einpacken. Bei 7 bis 9 Grad kann es nämlich auch mal leicht regnen. Der böige Wind bläst uns mit bis zu 50 Stundenkilometern ins Gesicht. Gegen Abend lockert der Himmel auf und das Christkind kann uns trockenen Fußes die hoffentlich zahlreichen Geschenke unter den Christbaum legen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Das war unsere Sondersendung Tierische Weihnachten hier aus der Maria-Hilf-Kirche in Freistadt. Und das letzte Wort überlasse ich Pater Aeneas. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu uns nach Freistadt, um die Krippe anzuschauen und wünsche Ihnen vom ganzen Herzen ein friedvolles, ja, begegnungsreiches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Gesegnetes neues Jahr.